Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und zu Hause. Zunächst einmal kurze Erklärung, auch wenn der Herr Wolf es gerade schon gesagt hat, ich darf hier sprechen für die Kollegin Rydlewski, die leider krankheitsbedingt hier nicht stehen kann und die mich gebeten hat, ihre Rede zu übernehmen. Und auch ich möchte anfangen mit dem in der fünften Rede, sechsten Rede vielleicht obligatorischen Dank. Erstmal an Sie, Herr Wolf, für die Arbeit als Vorsitzender im Ausschuss, aber auch für die Mitglieder des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, hier der Herr Schatz und Frau Rydlewski, bei der ich mich besonders bedanken möchte, denn sie hat sich besonders dafür eingesetzt, dass dieser Untersuchungsausschuss überhaupt stattfinden konnte. Bedanken möchte ich mich auch bei den Mitarbeitern der Verwaltung und den Mitarbeitern der Fraktionen, die es möglich gemacht haben, dass wir einen über 1000-seitigen, sehr umfassenden Bericht jetzt auf dem Tisch liegen haben. Die Arbeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum NSU hat gezeigt, dass die Einsetzung dieses Ausschusses dringend notwendig und richtig war. Es gab im Zusammenhang mit dem vom NSU begangenen Straftaten bei den Ermittlungen zu den Morden durch Michael Berger in Dortmund, zu dem Anschlag am S-Bahnhof in Düsseldorf-Wehrhahn sowie auch dem Tod von Thomas Richter zahlreiche Fehler von Polizei, von Staatsanwaltschaft und vom Verfassungsschutz. Der Untersuchungsausschuss konnte diese Fehler aufzeigen, teilweise den Ursachen dafür auf den Grund gehen und hat gemeinsam Handlungsempfehlungen entwickelt, damit solche Fehler, und das sollte die Aufgabe immer sein, möglichst in Zukunft nicht mehr vorkommen. Als besonderes Versagen der Ermittlungsbehörden muss der Umgang mit den Opfern und die Ermittlungen gegen diese genannt werden. Es war nämlich unglaublich erschreckend, mit welcher Konsequenz insbesondere auch bei dem Nagelbombenanschlag in der Kolbstraße in Köln gegen Opfer ermittelt wurde. Über Jahre hinweg wurden diese verdächtigt. Es wurde ihnen unterstellt, mehr über die Taten und über die Hintergründe zu wissen und dieses Wissen vor der Polizei auch noch zu verheimlichen. Den Opfern wurde vorgeworfen, dass sie selber in kriminelle Machenschaften verwickelt seien und sie wurden oftmals wie Täterinnen und Täter und eben nicht wie Opfer behandelt. Dies erschwerte es den Opfern zusätzlich und vollkommen unnötig, mit den schrecklichen Taten und ihren Folgen zu leben. Die Anschuldigungen durch die Polizei beruhten lediglich auf vagen Verdachtsäußerungen und entbehrten jeder vernünftigen Grundlage. Auch als dies offensichtlich war, ermittelte die Polizei einfach weiter im Umfeld der Opfer. Dabei ignorierten Polizei und Staatsanwaltschaft die zahlreichen Hinweise darauf, dass die Taten rassistisch motiviert waren. Aussagen der Opfer, operative Fallanalysen, Hinweise auf vergleichbare Taten durch andere Neonazis, wir haben es gehört, all das wurde konsequent ignoriert und dementsprechend auch nicht in diese Richtung ermittelt. Das Festhalten an der Ansicht, dass Opfer mit einem wie auch immer gearteten migrantischen Hintergrund selbst in die Tat verwickelt sein müssen und das gleichzeitige Ausblenden von anderen Hintergründen für die Taten sind deutliche Zeichen für einen institutionellen Rassismus in den beteiligten Behörden. Die handelnden Personen müssen nicht einzeln und bewusst rassistisch gehandelt und gedacht haben, aber die Strukturen und die allgemeinen Handlungs- und Denkmuster innerhalb der Ermittlungsbehörden führten klar zu einer enormen Benachteiligung der Opfer, nur und gerade aufgrund ihrer migrantisch geprägten Herkunft. Leider muss festgestellt werden, dass innerhalb der Institutionen diese diskriminierenden Muster auch heute nicht als solche erkannt und auch benannt werden. Das jedoch wäre der erste dringende und richtige Schritt, um dieses Problem endlich zu bekämpfen. Doch nicht nur im Bereich der Polizei und Staatsanwaltschaft wurden im Laufe der Arbeit des Untersuchungsausschusses Missstände sichtbar. Ganz deutlich wurde auch wieder, dass der Verfassungsschutz eine so nicht mehr länger tragbare Institution darstellt. Nach Bekanntwerden des NSU konnte der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz so gut wie keine relevanten Informationen zur Aufarbeitung beisteuern. Und das, obwohl mit großem, insbesondere auch finanziellem Aufwand, zahlreiche V-Personen in der rechten Szene geführt wurden. Dadurch wird auch noch, wenn auch unbeabsichtigt, punktuell dazu beigetragen, dass mit staatlichen Geldern über die V-Leute der Aufbau der rechten Szene begünstigt wird. Der Verfassungsschutz hat jedoch nicht nur zu wenige Informationen gesammelt und die vorhandenen Informationen unzureichend oder schlecht ausgewertet, er hat auch an anderer Stelle erhebliche Defizite. Auf keiner Ebene findet eine wirksame Kontrolle der Arbeit dieses Dienstes statt. Es wurden Personen als V-Leute geführt, die durch Waffengeschäfte aufgefallen sind. Geld aus dem Aussteigerprogramm wird zur Führung von V-Personen verwendet. Informationen werden nicht weitergegeben
Und für niemand ist so richtig nachvollziehbar, was eigentlich genau dort passiert. Die Kontrolle des Verfassungsschutzes durch dieses Parlament ist völlig unzureichend, denn auch das parlamentarische Kontrollgremium hat keinerlei Möglichkeiten, ernsthaft zu prüfen, ob es wirklich zeitnah und umfassend alle relevanten Informationen vorliegen hat und informiert wird. Eine solche Institution, meine Damen und Herren, ist meiner Meinung nach sehr bedenklich und so nicht tragbar. Der Verfassungsschutz gehört daher in der jetzigen Form abgeschafft. Auch an dieser Stelle ist durch die Arbeit des Untersuchungsausschusses deutlich geworden, an welchen Stellen Handlungsbedarf besteht. Insbesondere war dies durch die fraktionsübergreifende und gute Zusammenarbeit und gute kollegiale Zusammenarbeit möglich. Allen beteiligten Personen sei hiermit der Dank von Birgit Rydlewski ausgerichtet und entsprechend natürlich auch von mir. An zu vielen Stellen konnte der Ausschuss seinem Auftrag jedoch leider nicht in dem Maße nachkommen, in dem wir uns das gewünscht hätten. Das lag auch daran, dass am Ende schlicht die Zeit gefehlt hat, um weitere Zeuginnen und Zeugen zu vernehmen und weitere Akten auszuwerten. Es gab jedoch auch andere Gründe dafür, dass der Untersuchungsausschuss nicht weiter zur Aufklärung beitragen konnte. Denn viel zu oft haben Zeuginnen und Zeugen von dem Ausschuss angegeben, dass sie sich nicht erinnern können, auch das haben wir schon gehört, oder sie haben erst gar keine Aussagegenehmigung bekommen. Akten wurden teilweise erst recht spät, ich will sagen viel zu spät, geliefert. Und oftmals waren Akten auch ohne ersichtlichen Grund so eingestuft, dass eine öffentliche Thematisierung ihrer Inhalte nicht möglich war. Auch im Abschlussbericht konnten zahlreiche Inhalte aus angeblichen Geheimschutzgründen nicht dargestellt werden. All diese Hindernisse haben bedauerlicherweise zur Folge, dass der Untersuchungsausschuss einzelnen Sachverhalten nur unzureichend nachgehen konnte, beziehungsweise die gewonnenen Erkenntnisse dann nicht öffentlich darstellen darf. Das ist schade. Eine Untersuchung, deren Ergebnisse nicht dargestellt werden dürfen, ist wirkungslos und damit eigentlich auch sinnlos. Und außerdem entspricht es auch nicht Sinn und Zweck von Untersuchungsausschüssen, wenn die Behörden, deren Handeln eigentlich kontrolliert werden soll, am Ende zumindest mitentscheiden, welche Untersuchungsergebnisse veröffentlicht werden. Auch nach Abschluss des Untersuchungsausschusses sind zahlreiche Fragen offen. Die Opfer, ihre Angehörigen und die Öffentlichkeit haben jedoch ein Recht darauf, dass eine weitere Aufklärung der Taten und der Strukturen, die sie ermöglicht haben, stattfindet. Dafür muss endlich viel tiefgreifender ermittelt werden, über welche Kontakte der NSU nach Nordrhein-Westfalen verfügte, ob bzw. welche Personen aus Nordrhein-Westfalen Unterstützungsleistungen erbracht haben. Die Ermittlungen dazu waren bisher völlig unzureichend. Zum Abschluss möchte ich noch einmal auf das zurückkommen, was die Taten des NSU und andere rechte Gewalttaten eigentlich so unerträglich macht, nämlich das Leid der Menschen, die von dieser Gewalt betroffen sind, weil sie nicht in das menschenverachtende Weltbild der Nazis passen. Diese Menschen jedoch verdienen gesellschaftliche Aufmerksamkeit und unsere Solidarität. Außerdem müssen wir alle diese menschenverachtende Gewalt und ihre verbalen Vorboten immer und überall konsequent benennen und bekämpfen, während den Anfängen. Danke. Vielen Dank, Herr Masching.